Grüß Gott aus Söll. Auf dem Programm des Finales der Weltmeisterschaft der Skiprofi steht also heute der Parallelslalom. Söll, ein Tiroler Wintersportort zwischen Wörgl und St. Johann in einer malerischen Gebirgskulisse gelegen. Der Parallelslalom der Skiprofis wird nach dem K.O.-System ausgetragen. Die letzten 32 fahren paarweise gelost, gesetzt gegeneinander. Der Schnellere pro Paar steigt dann auf und dieser Modus wird durchexerziert bis zum Finale der Sieger aus den letzten Begegnungen. Gefahren wird dieser Parallelslalom auf dem Schlussteil, dem Zielschuss der gestrigen Abfahrt von der Hohen Salve. Start auf 2548 Meter Höhe, Ziel 1150 Meter, Höhendifferenz damit 398 Meter. 104 Meter Länge, 22 Tore sind von den Rennen Pfurtscheller auf der blauen Piste links im Bild. Und Georg Ager führt nach dem ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,266 Sekunden. Zwei Schanzen, bewusst eingepowert, um das Show-Element zu erhöhen. Und Toni Pfurtscheller führt und Georg Ager muss forcieren. Es gilt für Ager auf Pfurtscheller nicht mehr als 1,2 Sekunden zu verlieren. Und Pfurtscheller auf der blauen Piste gewinnt, aber der Vorsprung von Pfurtscheller mit 0,242 Sekunden ist zu gering. Georg Ager hat den ersten Schritt in Richtung Finale geschafft. Auch heute strahlendes Wetter, blauer Himmel über Söll, Fallschirmspringer erhöhen für die zahlreichen Zuschauer den Reiz dieser Veranstaltung. Und nun die Runde der letzten 16. Acht Paarungen, zweimal wird gegeneinander gefahren, wobei die Kurse gewechselt werden. Und hier die Paarungen. Erste Paarung, Kirchmeier gegen Klingenschmidt, Jennewein gegen Zirbisecker, Krautschneider gegen Plätzer, Hinterseer gegen Plößnig, Stark gegen Strobel, Olivieri Argentinien gegen Schweiger, Weber gegen Sutter aus der Schweiz und letztes Paar, Ager gegen Hoffmann. Und es geht los. Ottmar Kirchmeier aus Innsbruck auf dem blauen Kurs links und Helmut Klingenschmidt im Vorjahr Sieger der Herrenabfahrt von Söll auf dem roten Kurs. Erste Schanze. Keine vom Weltcup gewohnten Tore sind hier ausgeflaggt. Nur ein Tor gilt es zu umfahren und Sturz. Sturz von Ottmar Kirchmeier knapp vor der zweiten Schanze. Der Weg ist frei für Helmut Klingenschmidt, der damit automatisch einen Bonus von 1,5 Sekunden für die Rückrunde erhält. Helmut Klingenschmidt damit mit einem guten Polster in die Rückrunde. Die zweite Paarung. Krautschneider, Österreich gegen Erich Plätzer, Österreich. Die zweite Paarung allerdings, die wir im Bild haben. Vorher gab es einen Sturz von Otto Jennewein und auch Ewald Zirbisecker erhielt einen Bonus von 1,5 Sekunden. Und Krautschneider führt. Hans Krautschneider auf dem blauen Kurs, doch schon deutlich in Führung gegen Erich Plätzer. Ein sehr flüssig gesteckter Kurs. Und der Sieger heißt Krautschneider, 0,710 sein Vorsprung, 0,711 sein Vorsprung. Harry Stark, Österreich gegen Karl-Heinz Strobel aus der Bundesrepublik Deutschland. Strobel auf der roten Piste im Vordergrund. An der Startmaschine die Tore schnappen auf. Und Harry Stark am blauen Kurs. Interessant auch der Startvorgang. In Englisch das Kommando an die Fahrer. Blue Course ready, Red Course ready.
Die Frage auch an die Fahrer, ob sie bereit sind. Und dann auf ein akustisches Signal öffnen sich die Tore. Vorher an die Tore, anzuschlagen, sie mit Gewalt zu öffnen. Zu versuchen hat keinen Sinn. Und Harry Stark auf dem blauen Kurs, deutlich in Front. Und er gewinnt. Harry Stark schlägt Strobel aus der Bundesrepublik Deutschland mit einem Vorsprung von 0,796 Sekunden. Also 8 Zehntel rund Vorsprung von Harry Stark für die Rückrunde. Juan Olivieri, der siebenfache argentinische Meister, auf dem blauen Kurs gegen den Österreicher Schweiger auf der roten Piste. Guter Start der beiden. Bisher kaum ein Fehlstart. Erste Chance, gut genommen. Beide noch ziemlich gleich auf. Und auch auf der zweiten Chance jetzt ein leichter Vorsprung für Olivieri, nachdem die beiden noch gleich auf zur zweiten Chance gekommen waren. Und jetzt im unteren Teil vergrößert Olivieri den Vorsprung. Der Argentinier gewinnt mit 0,518 Sekunden Vorsprung. 51 Hundertstel Sekunden, 518 Tausendstel Sekunden Vorsprung für Juan Olivieri. Gut auch die Ausgangsposition damit des Argentiniers. Franz Weber, Österreich, gegen Toni Sutter aus der Schweiz. Franz Weber auf der blauen Piste, der Fahrer im blauen Rennanzug, und Toni Sutter im roten Renndress auf der roten Piste. Gleich auf über die erste Schanze gesprungen. Und erstaunlich gut in Form im Slalom der Abfahrtsspezialist Franz Weber. Jetzt allerdings Schwierigkeiten. Das Tuch einer Fahne, die Flagge, hing lange an seinem Skistock. Probleme bei der zweiten Schanze und Weber erst jetzt gleich auf und vorne. Mit 0,017 Sekunden, 17 Tausendstel Sekunden hat Weber dieses Duell gegen den Schweizer Toni Sutter noch für sich entschieden. Und jetzt Georg Ager. Georg Ager gegen Hoffmann. Georg Ager auf der blauen Piste. Und Georg Ager riskiert alles. Liegt schon vorne. Erste Chance deutlich. Als erster passiert. Käme Georg Ager hier weiter, dann wäre er unter den letzten 8 und Hoffmann stürzt. Sturz von Hoffmann an der zweiten Schanze und für Ager damit Gutschrift von 1,5 Sekunden. Ager im Ziel, überaus günstig damit seine Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. Die Rückrunde. Die Kurse sind getauscht. Helmut Klingenschmidt mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf Ottmar Kirchmeier aus Innsbruck. Klingenschmidt Sieger über den Österreicher Grabichler. Ottmar Kirchmeier hat Sigi Inauer, den Bruder von Skisprung-Olympiasieger Toni Inauer, ausgeschaltet. Und das ist das Aus für Ottmar Kirchmeier. Torfehler ausgeschieden. Und Klingenschmidt bekommt zum zweiten Mal 1,5 Sekunden gut geschrieben und steigt damit unter die letzten 8 auf. Die zweite Paarung. Ewald Zirbisecker links im Bild gegen Otto Jennewein. Österreich. Wie überhaupt dieser Parallelslalom von österreichischen Profis dominiert wird, genauso dominiert wird wie mannschaftlich gesehen die gestrige Abfahrt. Denn auf den Plätzen 2 bis 10 waren lauter Österreicher zu finden. Und Zirbisecker profitiert zum zweiten Mal von einem Ausfall von Otto Jennewein. Gleiche Situation wie vorher bei Klingenschmidt. Zirbisecker mit zweimal 1,5 Sekunden Gutschrift aufgestiegen. Erich Plätzer auf der blauen Piste und hier im Vordergrund Hans Krautschneider. Wiederum österreichische
Konfrontation. Bei der Rückrunde der letzten 16 des Parallelslaloms. Von Söll. Plätzer führt, hat aber hier Probleme vor der großen Schanze, vor der zweiten, der größeren der beiden Schanzen, liegt aber trotzdem in Front. Und Plätzer hat bisher Senn, Werner Senn ausgeschaltet und gewinnt auch diesen Lauf mit 0,805 Sekunden und steigt damit ganz klar und glatt in die nächste Runde auf. Plößnig gegen Hinterseher. Plößnig Sieger bisher über Schweinsteiger, Hinterseher Sieger über Peter Kotnik, Österreich. Und Hinterseher hat aus dem ersten Lauf einen Vorsprung von 0,567, 567 Tausendstel Sekunden. Jetzt aber geringer Rückstand von Hans Hinterseher. Aber dieser Superprofi weiß ja, sein Tempo, seine Zeit richtig einzuschätzen, zu dosieren. Und Walter Plößnig gewinnt zwar, aber sein Vorsprung reicht natürlich nicht aus. Hans Hinterseher ist ebenfalls eine Runde weiter. Karl-Heinz Strobel, Bundesrepublik Deutschland, auf dem blauen Kurs. Und Harry Stark aus Fontanella im großen Walsertal im Vordergrund. Strobel hat in der ersten Runde den Österreicher Hessenberger, Stark den Lokal-Matador aus Söll, Josef Meyer, eliminiert. Starks Vorsprung aus dem vorhergehenden Lauf, um ihn nochmals in Erinnerung zu rufen, 795 Tausendstel Sekunden. Und jetzt weiß er natürlich, dass es primär gilt, keinen Fehler zu machen. Der Vorsprung ist komfortabel genug, um sicher das Finale, die nächste Runde zu erreichen. Strobel gewinnt zwar, aber Stark ist weiter. Strobel Sieger mit 635 Tausendstel, aber rund 160 Tausendstel Sekunden noch der Vorsprung von Harry Stark. Bernhard Schweiger Österreich, links im Bild auf dem blauen Kurs, Juan Olivieri Argentinien auf dem roten Kurs im Vordergrund. Der Fahrer mit dem blonden Schnurrbart. Konzentration, beide gehen zurück und dann ertönt das Kommando. Olivieri führt nach der ersten Runde mit einem Vorsprung von 517.000 Sekunden gegenüber Bernhard Schweiger. Guter Start der beiden. Präzis gestartet. Schweiger etwas vorne. Und jetzt kaum ein Unterschied, kaum ein Vorsprung, beide gleich auf. Jetzt Schweiger leicht voran, doch Olivieri schlägt zurück. Und Juan Olivieri hat es geschafft, als Sechster steigt er jetzt auf. Sechs Fahrer bisher für die Runde der letzten acht qualifiziert. Toni Sutter aus der Schweiz gegen Franz Weber, Österreich. Und Webers Vorsprung ist denkbar gering. Das wird überaus knapp, das wird überaus spannend. Webers Vorsprung nur 16.000stel Sekunden. Und Weber scheint etwas zurückzuliegen oder möglicherweise ist er auf dieser blaue Kurs der geringfügig schnellere. Noch gleich auf beide, das wird ganz, ganz knapp. Wiederum sicher eine ungemein spannende Entscheidung.
Und Weber ist vorne. Weber ist vorne. Zwei Siege im Tausendstelsekundenbereich von Franz Weber über Toni Sutter aus der Schweiz. Und auch Weber ist unter den letzten 8. Und jetzt wieder Georg Ader. Diesmal allerdings ohne allzu große Belastung, denn sein Kontrahent Hoffmann ist im ersten Lauf gestürzt und Ager kann jetzt gestützt auf einen Vorsprung von 1,5 Sekunden doch relativ beruhigt in die Rückrunde gehen. Und er weiß das auch und er dosiert sein Tempo. Er fährt auf Sicherheit mit einer gewissen Zurückhaltung, kontrolliert aber immerhin den Gegner und es reicht für Georg Ager ganz locker, er hat das gespürt. Georg Ager hat zwar die Rückrunde gegen Hoffmann verloren, aber mit einem wesentlich geringeren Rückstand. Und damit ist Georg Ager dem Ziel hier zu punkten ein großes Stück näher gerückt. Die letzten 8. 4 Paare, Klingenschmidt gegen Zirbisegger, Hinterseher gegen Plätzer, Stark gegen Juan Olivieri, Georg Ager gegen Franz Weber. Nur mehr ein Ausländer, nur mehr Juan Olivieri inmitten einer österreichischen Phalanx von 7 Profis. Helmut Klingenschmidt auf der blauen Piste und Ewald Zirbisegger lange Jahre auch in den Diensten unter Anführungszeichen des österreichischen Skiverbandes als Amateur tätig auf dem roten Kurs. Erste Runde im Kampf der letzten 8 um den weiteren Aufstieg. Das akustische Startsignal und beide katapultieren sich aus der Startbox hinaus. Klingenschmidt mit deutlichem Vorsprung über die erste Schanze. Klingenschmidt hat ja gute Chancen auf Kombinationspunkte und damit natürlich bei den Profis auch auf Geld. Und konstant hält Klingenschmidt seinen Vorsprung. Und der Sieger heißt Helmut Klingenschmidt. 772.000stel sein Vorsprung gegenüber dem Steirer Ewald Zirbisegger aus St. Jakob. Hans Hinterseher im weißen Rennanzug auf der blauen, der linken Piste gegen Erich Plätzer. Erich Plätzer auf dem roten Kurs. Hans Hinterseher, Dritter der Profi-Weltrangliste, Zweiter der gestrigen Herrenabfahrt mit einem hauchdünnen Rückstand auf Michael Veit. Und Hinterseher führt schon. Ein perfekter Skiläufer. Und Probleme für Hans Hinterseher, haben Sie das gesehen? Eine dieser Kippstangen schlägt zurück und Hans Hinterseher bekommt die Torfahne genau vor das Gesicht. Im Blindflug ist da natürlich nichts mehr zu machen. Ausgeschieden vor der zweiten Schanze, zwischen den beiden Schanzen im Mittelteil. Hans Hinterseher, Erich Plätzer hat einen Bonus von 1,5 Sekunden. Jetzt Harry Stark auf der blauen Piste gegen Juan Olivieri, Argentinien. Stark gestern Sechster in der Abfahrt. Bisher Sieger über Josef Mayer und Karl-Heinz Strobel, Bundesrepublik Deutschland. Juan Olivieri hat mit Neubauer und Schweiger zwei Österreicher eliminiert. Trotz seiner 1,86 Meter Körpergröße ein sehr guter Slalomfahrer, Harry Stark. Stark mehrmal in Führung und Juan Olivieri versucht aufzuholen und Sturz von Olivieri. Sturz von Olivieri, das ist Pech für den Argentinier. Harry Stark kassiert damit vorerst
1,5 Bonussekunden gegenüber seinem argentinischen Rivalen. Georg Agar gegen Franz Weber. Freunde, Markenkollegen fahren gegeneinander. Georg Agar leicht in Führung. So gut die Freundschaft auch sein mag, geschenkt wird einem bei den Profis nichts. Da gibt's beinharte Duelle, vor allem dann, wenn man gut befreundet ist. Georg Agar jetzt leicht in Führung. Und Georg Agar gewinnt. 0,359, 359 Tausendstel sein Vorsprung auf Franz Weber. Die Rückrunde. Rückrunde der letzten acht. Die Pisten sind getauscht. Aus Gründen der Chancengleichheit wurde dieses System eingeführt. Helmut Klingenschmidt im Bild, im Vordergrund, am roten Kurs, gegen Ewald Zirbis-Ecker, der nach einer Knieoperation nach der vergangenen Saison wieder zu seiner ausgezeichneten Form gefunden hat. Zirbis-Ecker auf der blauen Piste, Klingenschmidt auf der roten. Zirbis-Ecker bisher Sieger über Peters Holland, Jennewein und Klingenschmidt, beide Jennewein und Kirchmeier, beide Österreich. Klingenschmidt etwas hinten, er tritt ja mit einer Grippe an und Zirbis-Ecker ist jetzt klar voran. Der Vorsprung von Klingenschmidt betrug 771 Tausendstel und jetzt hat es Ewald Zirbis-Ecker geschafft. 850 Tausendstel sein Vorsprung im zweiten Lauf. Die Rechnung ergibt, der Aufsteiger heißt Ewald Zirbis-Ecker. Er hat einen Rückstand von 771 Tausendstel in einen Vorsprung umgewandelt. Erich Plätzer auf der blauen Piste gegen Hans Hinterseher auf der rechten der roten Piste. Und Hinterseher muss das Handicap von 1,5 Sekunden aus dem ersten Lauf wettmachen. Er führt zwar, geht sich das noch aus? Nein, nein, nein. Hans Hinterseher ausgeschieden, der Aufsteiger heißt Erich Plätzer. Eine große Überraschung. Hans Hinterseher, einer der ganz, ganz großen Anwärter auf den Slalomsieg hier, ausgeschieden. Allerdings mit Pech ausgeschieden. Wir haben es gesehen, im ersten Lauf schlug ihm eine Fahne vors Gesicht. Die dritte Paarung. Juan Olivieri auf der blauen Piste gegen Harry Stark, Österreich, und Stark hat 1,5 Sekunden Vorsprung. Die Regel besagt, wer im zweiten Lauf stürzt, ist egal wie sein Vorsprung aussieht, der Verlierer. Wer im zweiten Lauf ins Ziel kommt, ist auf alle Fälle, wenn der Kontrahent stürzt, der Aufsteiger. Harry Stark fährt locker, man sieht es. Er vermeidet es, in Sturzgefahr zu kommen. Juan Olivieri gewinnt zwar diesen Lauf, aber Stark ist unter den letzten Vieren. Eine starke Leistung von Harry Stark. Nomen ist Omen. Franz Weber gegen Georg Agar. Drittletzte Barriere für Georg Agar auf dem Weg zur Titelverteidigung. Er muss Franz Weber eliminieren und muss seinen Gegner unter den letzten Vieren ebenfalls ausschalten. Dann wäre er nach den Punkten gleich auf mit Jarle Halsnes und wäre Weltmeister. Aber noch gilt es, drei perfekte Läufe hinzulegen. Georg Agar auf der roten Piste, Franz Weber auf der blauen Piste, Georg Agars Vorsprung 359 Tausendstel Sekunden. Franz Weber attackiert voll. Minimaler Vorsprung von Franz Weber.
Jetzt gleich auf die beiden. Wer gewinnt diesen Lauf? Georg Ager ist weiter. Georg Ager ist weiter. Franz Weber hat zwar gewonnen mit 136.000stel Sekunden Vorsprung, aber Georg Ager ist unter den letzten Vieren. Die Anspannung und die körperliche Anstrengung bisher immens groß. Der Sieger und der Zweitplatzierte, sie bestreiten hier 10 Läufe. Und das sind die letzten 4. Erich Plätzer, Ewald Zirbisecker, Harry Stark und Georg Ager. Begonnen wird mit der Paarung Erich Plätzer gegen Ewald Zirbisecker, den wir hier im Bild haben. 10 Läufe muss also der Sieger und der Zweitplatzierte hier bestreiten. Renndauer pro Lauf rund 37, 38 Sekunden. Dazu die Anstrengung der gestrigen Abfahrt und dazu der körperliche Verschleiß von Trainings- und Qualifikationsrennen. Grüß Gott aus Söll auf dem Programm des Finales der Weltmeisterschaft. Der Skiprofi steht also heute der Parallelslalom. Söll, ein Tiroler Wintersportort zwischen Wörgl und St. Johann in einer malerischen Gebirgskulisse gelegen. Der Parallelslalom der Skiprofis wird nach dem K.O.-System ausgetragen. Die letzten 32 fahren paarweise gelost, gesetzt gegeneinander. Der schnellere pro Paar steigt dann auf und dieser Modus wird durchexerziert bis zum Finale der Sieger aus den letzten Begegnungen. Gefahren wird dieser Parallelslalom auf dem Schlussteil, dem Zielschuss der gestrigen Abfahrt von der Hohen Salbe. Start auf 2548 Meter Höhe, Ziel 1150 Meter. Höhendifferenz damit 398 Meter. 104 Meter Länge, also erste Runde. Georg Ager, der hier zumindest das Finale erreichen muss, um mit Jarle Halsnes gleichzuziehen, wobei im Falle des Gleichziehens nach Punkten Georg Ager als Teilnehmer am Finalbewerb der Weltmeisterschaft schon Weltmeister wäre. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Georg Ager jetzt auf dem roten Kurs im Vordergrund gegen Toni Pfurcella auf der blauen Piste links im Bild. Und Georg Ager führt nach dem ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,266 Sekunden. Zwei Schanzen, bewusst eingepaut, um das Show-Element zu erhöhen. Und Toni Pfurcella führt und Georg Ager muss forcieren. Es gilt für Ager auf Pfurcella nicht mehr als 1,2 Sekunden zu verlieren. Und Pfurcella auf der blauen Piste gewinnt, aber der Vorsprung von Pfurcella mit 0,242 Sekunden ist zu gering. Georg Ager hat den ersten Schritt in Richtung Finale geschafft. Auch heute strahlendes Wetter, blauer Himmel über Söll. Fallschirmspringer erhöhen für die zahlreichen Zuschauer den Reiz dieser Veranstaltung. Und nun die Runde der letzten 16. Acht Paarungen, zweimal wird gegeneinander gefahren, wobei die Kurse gewechselt werden. Und hier die Paarungen. Erste Paarung, Kirchmeier gegen Klingenschmidt, Jennewein gegen Zirbisecker, Krautschneider gegen Plätzer, Hinterseer gegen Plößnig, Stark gegen Strobel, Olivieri Argentinien gegen Schweiger,
Weber gegen Sutter aus der Schweiz und letztes Paar Ager gegen Hoffmann. Und es geht los. Ottmar Kirchmeier aus Innsbruck auf dem blauen Kurs links und Helmut Klingenschmidt, im Vorjahr Sieger der Herrenabfahrt von Söll, auf dem roten Kurs. Erste Chance. Keine vom Weltcup gewohnten Tore sind hier ausgeflaggt. Nur ein Tor gilt es zu umfahren und Sturz. Sturz von Ottmar Kirchmeier knapp vor der zweiten Schanze. Der Weg ist frei für Helmut Klingenschmidt, der damit automatisch einen Bonus von 1,5 Sekunden für die Rückrunde erhält. Helmut Klingenschmidt damit mit einem guten Polster in die Rückrunde. In die zweite Paarung. Krautschneider, Österreich, gegen Erich Plätzer, Österreich. Die zweite Paarung allerdings, die wir im Bild haben. Vorher gab es einen Sturz von Otto Jennewein und auch Ewald Zirbisecker erhielt einen Bonus von 1,5 Sekunden. Und Krautschneider führt, Hans Krautschneider auf dem blauen Kurs, doch schon deutlich in Führung gegen Erich Plätzer. Ein sehr flüssig gesteckter Kurs. Und der Sieger heißt Krautschneider, 0,710 sein Vorsprung, 0,711 sein Vorsprung. Harry Stark, Österreich, gegen Karl-Heinz Strobel aus der Bundesrepublik Deutschland. Strobel auf der roten Piste im Vordergrund. An der Startmaschine, die Tore schnappen auf. Und Harry Stark am blauen Kurs. Interessant auch der Startvorgang. In Englisch das Kommando an die Fahrer. Blue Course ready, Red Course ready. Die Frage auch an die Fahrer, ob sie bereit sind. Und dann auf ein akustisches Signal öffnen sich die Tore. Vorher an die Tore anzuschlagen, sie mit Gewalt zu öffnen, zu versuchen, hat keinen Sinn. Und Harry Stark auf dem blauen Kurs deutlich in Front. Und er gewinnt. Harry Stark schlägt Strobel aus der Bundesrepublik Deutschland mit einem Vorsprung von 0,796 Sekunden. Also 8 Zehntel rund Vorsprung von Harry Stark für die Rückrunde. Juan Olivieri, der siebenfache argentinische Meister, auf dem blauen Kurs gegen den Österreicher Schweiger auf der roten Piste. Guter Start der beiden. Bisher kaum ein Fehlstart. Erste Chance, gut genommen. Beide noch ziemlich gleich auf. Und auch auf der zweiten Chance. Jetzt ein leichter Vorsprung für Olivieri, nachdem die beiden noch gleich auf zur zweiten Chance gekommen waren. Und jetzt im unteren Teil vergrößert Olivieri den Vorsprung. Der Argentinier gewinnt mit 0,518 Sekunden Vorsprung. 51 Hundertstel Sekunden, 518 Tausendstel Sekunden Vorsprung für Juan Olivieri. Gut auf die Ausgangsposition damit des Argentiniers. Franz Weber, Österreich, gegen Toni Sutter aus der Schweiz. Franz Weber auf der blauen Piste, der Fahrer im blauen Rennanzug und Toni Sutter im roten Renndress auf der roten Piste. Gleich auf über die erste Schanze gesprungen. Und erstaunlich gut in Form im Slalom der Abfahrtsspezialist. Franz Weber, jetzt allerdings Schwierigkeiten. Das Tuch einer Fahne, die Flagge, hing lange an seinem Skistock. Probleme bei der zweiten Schanze und Weber erst jetzt gleich auf und vorne. Mit 0,017 Sekunden, 17 Tausendstel Sekunden hat Weber dieses Duell gegen den Schweizer Toni Sutter noch für sich entschieden. Und jetzt Georg Ager. Georg Ager gegen Hoffmann. Georg Ager auf der blauen Piste. Und Georg Ager riskiert alles.
liegt schon vorne. Erste Chance deutlich als erster passiert. Käme Georg Ager hier weiter, dann wäre er unter den letzten acht und Hoffmann stürzt. Sturz von Hoffmann an der zweiten Schanze und für Ager damit Gutschrift von 1,5 Sekunden. Ager im Ziel, überaus günstig damit seine Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. Die Rückrunde. Die Kurse sind getauscht. Helmut Klingenschmidt mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf Ottmar Kirchmeier aus Innsbruck. Klingenschmidt, Sieger über den Österreicher Grabichler. Ottmar Kirchmeier hat Sigi Inauer, den Bruder von Skisprung-Olympiasieger Toni Inauer, ausgeschaltet. Und das ist das Aus für Ottmar Kirchmeier. Torfehler ausgeschieden. Und Klingenschmidt bekommt zum zweiten Mal 1,5 Sekunden gut geschrieben und steigt damit unter die letzten acht auf. Die zweite Paarung. Ewald Zirbisecker links im Bild gegen Otto Jennewein. Österreich. Wie überhaupt dieser Parallelslalom von österreichischen Profis dominiert wird, genauso dominiert wird, wie mannschaftlich gesehen die gestrige Abfahrt. Denn auf den Plätzen 2 bis 10 waren lauter Österreicher zu finden. Und Zirbisecker profitiert zum zweiten Mal von einem Ausfall von Otto Jennewein. Gleiche Situation wie vorher bei Klingenschmidt. Zirbisecker mit zweimal 1,5 Sekunden Gutschrift aufgestiegen. Erich Plätzer auf der blauen Piste und hier im Vordergrund Hans Krautschneider. Wiederum österreichische Konfrontation bei der Rückrunde der letzten 16 des Parallelslaloms von Söll. Plätzer führt, hat aber hier Probleme vor der großen Schanze, vor der zweiten, der größeren der beiden Schanzen, liegt aber trotzdem in Front. Und Plätzer hat bisher Werner Senn ausgeschaltet und gewinnt auch diesen Lauf mit 0,805 Sekunden und steigt damit ganz klar und glatt in die nächste Runde auf. Plössnig gegen Hinterseher. Plössnig Sieger bisher über Schweinsteiger, Hinterseher Sieger über Peter Kotnik, Österreich. Und Hinterseher hat aus dem ersten Lauf einen Vorsprung von 0,567, 567 Tausendstel Sekunden. Jetzt aber geringer Rückstand von Hans Hinterseher. Aber dieser Superprofi weiß ja, sein Tempo, seine Zeit richtig einzuschätzen, zu dosieren. Und Walter Plössnig gewinnt zwar, aber sein Vorsprung reicht natürlich nicht aus. Hans Hinterseher ist ebenfalls eine Runde weiter. Karl-Heinz Strobel, Bundesrepublik Deutschland, auf dem blauen Kurs. Und Harry Stark aus Fontanella im großen Walsertal im Vordergrund. Strobel hat in der ersten Runde den Österreicher Hessenberger, Stark den Lokal-Matador aus Söll, Josef Meyer, eliminiert. Starks Vorsprung aus dem vorhergehenden Lauf, um ihn nochmals in Erinnerung zu rufen, 795 Tausendstel Sekunden. Und jetzt weiß er natürlich, dass es primär gilt, keinen Fehler zu machen. Der Vorsprung ist komfortabel genug, um sicher das Finale, die nächste Runde zu erreichen. Strobel gewinnt zwar, aber Stark ist weiter. Strobel Sieger mit 635 Tausendstel, aber rund 160 Tausendstel Sekunden noch der Vorsprung von Harry Stark. Bernhard Schweiger, Österreich, links im Bild auf dem blauen Kurs,
Juan Olivieri, Argentinien. Auf dem roten Kurs, im Vordergrund. Der Fahrer mit dem blonden Schnurrbart. Konzentration, beide gehen zurück und dann ertönt das Kommando. Olivieri führt nach der ersten Runde mit einem Vorsprung von 517.000 Sekunden gegenüber Bernhard Schweiger. Guter Start der beiden. Präzis gestartet. Schweiger etwas vorne. Und jetzt kaum ein Unterschied, kaum ein Vorsprung, beide gleich auf. Jetzt Schweiger leicht voran, doch Olivieri schlägt zurück. Und Juan Olivieri hat es geschafft. Als Sechster steigt er jetzt auf. Sechs Fahrer bisher für die Runde der letzten acht qualifiziert. Toni Sutter aus der Schweiz gegen Franz Weber, Österreich. Und Webers Vorsprung ist denkbar gering. Das wird überaus knapp, das wird überaus spannend. Webers Vorsprung nur 16.000stel Sekunden. Und Weber scheint etwas zurückzuliegen oder möglicherweise ist er auf dieser blaue Kurs der geringfügig schnellere. Noch gleich auf beide, das wird ganz, ganz knapp. Wiederum sicher eine ungemein spannende Entscheidung. Und Weber ist vorne. Weber ist vorne. Zwei Siege im Tausendstelsekundenbereich von Franz Weber über Toni Sutter aus der Schweiz. Und auch Weber ist unter den letzten acht. Und jetzt wieder Georg Ager. Diesmal allerdings ohne allzu große Belastung, denn sein Kontrahent Hoffmann ist im ersten Lauf gestürzt und Ager kann jetzt gestützt auf einen Vorsprung von 1,5 Sekunden doch relativ beruhigt in die Rückrunde gehen. Und er weiß das auch und er dosiert sein Tempo. Er fährt auf Sicherheit mit einer gewissen Zurückhaltung, kontrolliert aber immerhin den Gegner und es reicht für Georg Ager ganz locker, er hat das gespürt. Georg Ager hat zwar die Rückrunde gegen Hoffmann verloren, aber mit einem wesentlich geringeren Rückstand. Und damit ist Georg Ager dem Ziel hier zu punkten ein großes Stück näher gerückt. Die letzten acht, vier Paare, Klingenschmidt gegen Zirbisegger, Hinterseher gegen Plätzer, Stark gegen Juan Olivieri, Georg Ager gegen Franz Weber. Nur mehr ein Ausländer, nur mehr Juan Olivieri inmitten einer österreichischen Phalanx von sieben Profis. Helmut Klingenschmidt auf der blauen Piste und Ewald Zirbisegger lange Jahre auch in den Diensten unter Anführungszeichen des österreichischen Skiverbandes als Amateur tätig auf dem roten Kurs. Erste Runde im Kampf der letzten acht um den weiteren Aufstieg. Das akustische Startsignal und beide katapultieren sich aus der Startbox hinaus. Klingenschmidt mit deutlichem Vorsprung über die erste Schanze. Klingenschmidt hat ja gute Chancen auf Kombinationspunkte und damit natürlich bei den Profis auch auf Geld. Und konstant hält Klingenschmidt seinen Vorsprung. Und der Sieger heißt Helmut Klingenschmidt. 772.000stel sein Vorsprung gegenüber dem Steirer Ewald Zirbisegger aus St. Jakob. Hans Hinterseher im weißen Rennanzug auf der blauen
der linken Piste gegen Erich Plätzer. Erich Plätzer auf dem roten Kurs. Hans Hinterseher, Dritter der Profi-Weltrangliste, Zweiter der gestrigen Herrenabfahrt mit einem hauchdünnen Rückstand auf Michael Veit. Und Hinterseher führt schon. Ein perfekter Skiläufer. Und Probleme für Hans Hinterseher, haben Sie das gesehen? Eine dieser Kippstangen schlägt zurück und Hans Hinterseher bekommt die Torfahne genau vor das Gesicht. Im Blindflug ist da natürlich nichts mehr zu machen. Ausgeschieden vor der zweiten Schanze, zwischen den beiden Schanzen im Mittelteil. Hans Hinterseher, Erich Plätzer, hat einen Bonus von 1,5 Sekunden. Jetzt Harry Stark auf der blauen Piste gegen Juan Olivieri, Argentinien. Stark, gestern Sechster in der Abfahrt. Bisher Sieger über Josef Mayer und Karl-Heinz Strobel, Bundesrepublik Deutschland. Juan Olivieri hat mit Neubauer und Schweiger zwei Österreicher eliminiert. Trotz seiner 1,86 Meter Körpergröße ein sehr guter Slalomfahrer, Harry Stark. Stark mehrmal in Führung und Juan Olivieri versucht aufzuholen und Sturz von Olivieri. Sturz von Olivieri, das ist Pech für den Argentinier. Harry Stark kassiert damit vorerst 1,5 Bonussekunden gegenüber seinem argentinischen Rivalen. Georg Agar gegen Franz Weber. Freunde, Markenkollegen fahren gegeneinander. Georg Agar leicht in Führung. So gut die Freundschaft auch sein mag, geschenkt wird einem bei den Profis nichts. Da gibt's beinharte Duelle, vor allem dann, wenn man gut befreundet ist. Georg Agar jetzt leicht in Führung. Und Georg Agar gewinnt. 359 359.000stel sein Vorsprung auf Franz Weber. Die Rückrunde. Rückrunde der letzten acht. Die Pisten sind getauscht. Aus Gründen der Chancengleichheit wurde dieses System eingeführt. Helmut Klingenschmidt im Bild, im Vordergrund, am roten Kurs. Gegen Ewald Zirbis-Ecker, der nach einer Knieoperation nach der vergangenen Saison wieder zu seiner ausgezeichneten Form gefunden hat. Zirbis-Ecker auf der blauen Piste, Klingenschmidt auf der roten. Zirbis-Ecker bisher Sieger über Peters Holland, Jennewein und Klingenschmidt, beide Jennewein und Kirchmeier, beide Österreich. Klingenschmidt etwas hinten. Er tritt ja mit einer Grippe an und Zirbis-Ecker ist jetzt klar voran. Der Vorsprung von Klingenschmidt betrug 771.000stel und jetzt hat es Ewald Zirbis-Ecker geschafft. 850.000stel sein Vorsprung im zweiten Lauf. Die Rechnung ergibt, der Aufsteiger heißt Ewald Zirbis-Ecker. Er hat einen Rückstand von 771.000stel in einen Vorsprung umgewandelt. Erich Plätzer auf der blauen Piste gegen Hans Hinterseher auf der rechten der roten Piste. Und Hinterseher muss das Handicap von 1,5 Sekunden aus dem ersten Lauf wettmachen. Er führt zwar,
Geht sich das noch aus? Nein, nein, nein. Hans Hinterseher ausgeschieden, der Aufsteiger heißt Erich Plätzer. Eine große Überraschung. Hans Hinterseher, einer der ganz, ganz großen Anwärter auf den Slalomsieg hier, ausgeschieden. Allerdings mit Pech ausgeschieden. Wir haben es gesehen, im ersten Lauf schlug ihm eine Fahne vors Gesicht. Die dritte Paarung. Juan Olivieri auf der blauen Piste gegen Harry Stark, Österreich und Stark. Hat 1,5 Sekunden Vorsprung. Die Regel besagt, wer im zweiten Lauf stürzt, ist egal wie sein Vorsprung aussieht, der Verlierer. Wer im zweiten Lauf ins Ziel kommt, ist auf alle Fälle, wenn der Kontrahent stürzt, der Aufsteiger. Harry Stark fährt locker, man sieht es. Er vermeidet es, in Sturzgefahr zu kommen. Juan Olivieri gewinnt zwar diesen Lauf, aber Stark ist unter den letzten Vieren. Eine starke Leistung von Harry Stark. Nomen ist Omen. Franz Weber gegen Georg Ager. Drittletzte Barriere für Georg Ager auf dem Weg zur Titelverteidigung. Er muss Franz Weber eliminieren und muss seinen Gegner unter den letzten Vieren ebenfalls ausschalten. Dann wäre er nach den Punkten gleich auf mit Jarle Halsnes und wäre Weltmeister. Aber noch gilt es, drei perfekte Läufe hinzulegen. Georg Ager auf der roten Piste, Franz Weber auf der blauen Piste. Georg Agers Vorsprung 359.000 Sekunden. Franz Weber attackiert voll. Minimaler Vorsprung von Franz Weber. Jetzt gleich auf die beiden. Wer gewinnt diesen Lauf? Georg Ager ist weiter. Georg Ager ist weiter. Franz Weber hat zwar gewonnen mit 136.000 Sekunden Vorsprung, aber Georg Ager ist unter den letzten Vieren. Die Anspannung und die körperliche Anstrengung bisher immens groß. Der Sieger und der Zweitplatzierte, sie bestreiten hier 10 Läufe. Und das sind die letzten 4. Erich Plätzer, Ewald Zirbisecker, Harry Stark und Georg Ager. Begonnen wird mit der Paarung Erich Plätzer gegen Ewald Zirbisecker, den wir hier im Bild haben. 10 Läufe muss also der Sieger und der Zweitplatzierte hier bestreiten. Renndauer pro Lauf rund 37, 38 Sekunden. Dazu die Anstrengung der gestrigen Abfahrt und dazu der körperliche Verschleiß von Trainings- und Qualifikationsrennen seit Mittwoch der vergangenen Woche. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ein dicht gedrängtes Programm der Skiprofis. Leicht verdienen sie ihr Geld, bei Gott nicht. Erste Paarung in der ersten Runde der letzten 4. Erich Plätzer auf der blauen Piste, Zirbisek auf der roten. Gleich auf die erste Schanze passiert. Fast gleich auch bei der zweiten Schanze. Und das Aus für Erich Plätzer. Erich Plätzer ausgeschieden. Ewald Zirbisecker wird es leicht haben. 1,5 Sekunden, das ist die Profiregel beim Ausscheiden des Gegners. Gut geschrieben für den ersten Lauf. Georg Ager im Vordergrund gegen Harry Stark, den Vorarlberger. Fehlstart. Fehlstart von Georg Ager.
um Sekundenbruchteile zu früh versucht, Georg Ager das Starttor zu öffnen. Das Starttor ist blockiert. Wird erst parallel mit dem akustischen Startsignal zur Öffnung freigegeben. Erst dann lässt es sich öffnen. Zweiter Startversuch. Stark auf der blauen Piste, Ager auf der roten. Und diesmal hat's geklappt. Harry Stark, bisher Sieger über Josef Meyer, Strobel und Olivieri. Georg Ager, Sieger bisher über Furcella, Hoffmann und Franz Weber. Und Stark, frühzeitig ausgeschieden und der Weg ist frei für Georg Ager. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Georg Ager diese letzten Tore richtig gehend genießt. Endlich einmal ein Lauf ohne Nervenanspannung und er begeht sogar Torfehler, was erlaubt ist. Denn den Bonus bekommt jener Läufer zugeschrieben, der später ausscheidet. Ein Lauf noch. Ein Lauf noch und Georg Ager, der sich hier vorbereitet. Wäre im Finale. Ein Semifinallauf noch für Georg Ager. Und dann wäre das große Ziel, Verteidigung seines im Vorjahr errungenen Weltmeistertitels, wieder geschafft. Rückrunde im Semifinale. Ewald Zirwisecker auf dem blauen Kurs und Erich Plätzer auf dem roten Kurs. Plätzer im ersten Lauf ausgeschieden. Wenn nichts Gravierendes passiert, ist der Steirer Ewald Zirwisecker im Finale. Und Zirwisecker liegt klar voran. Zu seinen 1,5 Sekunden kommt auch jetzt ein respektabler Vorsprung. Und Erich Plätzer gibt freiwillig auf. Erster Finalist ist damit Ewald Zirwisecker. Zirwisecker nach Siegen über Peters, Holland, Jennewein, Klingenschmid und jetzt Erich Plätzer. Erster Teilnehmer am großen Finale. Die Verlierer aus diesen Semifinalläufen bestreiten dann das kleine Finale, wo es um die Plätze 3 und 4 geht. Und jetzt Georg Ager gegen Harry Stark. Kommt Ager jetzt in diesem Lauf durch, schlägt er Stark, dann ist er alter und neuer Weltmeister. Und Georg Ager liegt vorne. Harry Stark weiß, gegen einen Georg Ager sind 1,5 Sekunden Rückstand nicht aufzuholen. Und er scheint etwas zu resignieren. Ja, und das ist der Weltmeistertitel. Das ist zwar noch nicht der Slalom-Sieg, aber das ist der Weltmeistertitel und das weiß jetzt der Georg Ager. Das hat auch Harry Stark realisiert und dementsprechend fallen jetzt die Gratulationen im Zielraum für Georg Ager. Er hat damit an Punkten mit Jarle Halsnes gleichgezogen und ist Weltmeister, da Jarle Halsnes am Weltmeisterschaftsfinale von Söll nicht teilnimmt. Das kleine Finale. Der Kampf um die Plätze 3 und 4. Harry Stark gegen Erich Plätzer. Es ist dies schon der zweite Lauf. Den ersten hat Erich Plätzer mit 114 Tausendstel Sekunden gewonnen. Erich Plätzer auf der roten Piste gegen Harry Stark auf der blauen Piste. Und beide haben Probleme bei der großen Schanze. Harry Stark stürzt, fährt aber weiter. Schwierigkeiten jetzt auch für Erich Plätzer.
Es ist wieder stark vorne. Vorerst war Plätzer in Führung. Wer gewinnt hier? Und Harry Stark jubelt. Er hat, trotz größter Probleme, Erich Plätzer distanziert und ist Dritter. Dritter Harry Stark vor Radlberg, Vierter Erich Plätzer. Und jetzt das große Finale. Weltmeister Georg Ager, alter und neuer Weltmeister. 11 Jahre lang hat er sich im Amateurlager herumgeschlagen, war Sieger eines FIS-Slaloms, Mitglied des ÖSV-C-Kaders. Den großen Durchbruch schaffte Georg Ager aus Hopfgarten, schließlich im Profilager. Ein ähnliches Schicksal wie André Arnold, dem bei den Amateuren nicht der Durchbruch gelang, der aber letztlich Österreichs erfolgreichster Profirennläufer wurde. Viermal wurde der Söldener Weltmeister. Ähnlich wie gesagt auch das Schicksal von Georg Ager. Georg Ager im Vordergrund auf der roten Piste gegen Ewald Zirbisek auf der blauen Piste. Und befreit vom Druck möchte Georg Ager jetzt natürlich auch die Chance auf den Slalom-Sieg wahrnehmen. Denn dann gäbe es keine Rechenexempel mehr, gäbe es keine Debatten. Mit einem Slalom-Sieg könnte er Jarle Halsnes nach Punkten überholen und die Sache endgültig klar machen. Und er ist vorne. Leichte Schwierigkeiten im unteren Teil nach der zweiten Schanze für Ewald Zirbisecker, und Georg Ager ist vorne. Und sein Vorsprung 427 Tausendstel. Der Vorsprung von Georg Ager. Hans Hinterseer leider schon zum Zuschauen verurteilt. Und jetzt die letzten Phasen vor dem zweiten Finallauf. Ewald Zirbisek oder Georg Ager. Wer gewinnt diesen Slalom und wer gewinnt damit 70.000 Schilling? Denn so viel gibt's für den Sieger. Der Zweitplatzierte erhält 52.000 Schilling. Harry Stark hat seine 35.000 Schilling an Preisgeldern als Drittplatzierter ja schon sicher. Letzter Lauf hier beim Weltmeisterschaftsabschluss der Skiprofis in Söll. Georg Ager auf der blauen Piste und Ewald Zirbisecker auf der roten Piste. 427.000 Sekunden der Vorsprung von Georg Ager. Und auch jetzt führt er. Ewald Zirbisecker hatte Schwierigkeiten, holt jetzt aber etwas auf, liegt jetzt gleich auf mit Georg Ager. Gleich auf, das würde bedeuten, Georg Ager, jawohl! Georg Ager, und auch diesen Lauf gewinnt er mit 137.000stel. Und er ist damit nicht nur neuer Weltmeister, er ist Slalomsieger. Und es war ein erfolgreiches Wochenende. Slalomsieg der Skiprofis für Georg Ager, Weltmeistertitel für Georg Ager und damit rund 110.000 Schilling an Preisgeldern gewonnen. Riesenjubel hier im Zielraum von Söll. Georg Ager ist nicht nur Sieger des Parallelslaloms, er ist auch der alte und neue Weltmeister. Recht herzlichen Glückwunsch, Georg Ager. Wie schwer war es nach dem gestrigen Abfahrtssturz? Vorweg schönen Dank für die Gratulation. Es war, gestern hat mir alles wehgetan, von oben bis unten. Und es ist, über Nacht habe ich Massagen genommen und es ist besser geworden, Gott sei Dank. Aber ich war ziemlich müde am Anfang. Bin auch nicht gut gefahren in der Früh. Erst gegen den Schluss bin ich dann immer besser gefahren und bin sehr, sehr glücklich, dass es mir hier in Söll gelungen ist, wieder den Titel zu erringen. Es war ja das absolute Muster, das Muss, zumindest in das Finale zu kommen. Ja, ich hätte Zweiter werden müssen, um noch gleiche Punkte zu haben wie der Jarle. Es war ziemlich eine nervliche Anstrengung. Bin froh, dass dieser Tag vorüber ist und möchte auch den Zweiten und Drittplatzierten und auch Vierten gratulieren. Harry Stark war ein sehr starker Gegner, wie schon der Name sagt, und der Ewald ist auch wahnsinnig gut gefahren. Ich habe gegen ihn den ersten roten Lauf, ich glaube, war mein bester Lauf und deshalb auch im zweiten vorne gewesen zu sein.
Ewald, wie schwer war es jetzt? Er sagt, Sie waren ein starker Gegner, der neue Weltmeister. Wie schwer war es gegen Georg Ager? Ja gut, jedem ist bekannt, dass Georg Ager wie der Weltmeister geworden ist. Und er ist ja schon jahrelang sehr gut schwert. Und mit ihm muss man immer rechnen. Also im Abfahrt oder im Slalom. Im ersten Lauf war es aber relativ noch knapp. Ja, ich habe einige Fehler gemacht. Einige kleine, aber wenn sie die summieren, werden sie eben groß. Und das kann man gegen Georg nicht machen. Harry Stark, großer Erfolg, glaube ich, für Sie. Dritter Platz hier in Söll. Wie ist es aus Ihrer Sicht gelaufen? Ich bin sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Ich bin jetzt das vierte Jahr dabei. Die ersten drei Jahre habe ich sehr viel lernen müssen, sehr viel verlieren müssen. Jetzt, letztes Jahr bin ich schon vierter geworden in Söll. Söll ist für mich ein sehr guter Boden und dieses Jahr habe ich einen Platz weiter geschafft. Hoffentlich geht es so weiter. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Gratuliere dem Schorsch und dem Ewald. Starke Gegner heute. Ja. Das war's aus Söll. Georg Ager ist alter und neuer Weltmeister der Skiprofis. Georg. Schilling und er bekommt den Pokal der Bergbahnen Söll. Zweiter, Ewald Zirbisecker, Österreich und 52.500 Schilling. Dritter und 35.000 Schilling im Bauhaus Commodore Grand Prix für Harry Stark, Österreich.